Heute soll es mal um diesen Dell Optiplex 980 gehen. Wie ihr in den letzten Videos wahrscheinlich schon mitbekommen habt, bin ich nicht der größte Fan von Dell und heute möchte ich auch mal zeigen und erklären, warum das so ist. Diesen Dell Optiplex habe ich für 40 Euro gekauft. Dieser beinhaltet einen i5 650 Quad-Core, 8 GB DDR3 RAM und eine 160 GB Festplatte. Und dieser PC wird in diesem Gehäuse bleiben und da wird nichts großartig dran verändert. Und nur aus diesem Grund habe ich auch diesen PC genommen und weil der Preis natürlich stimmte. Von dem Verkäufer habe ich schon mal so einen PC gekauft, da war eigentlich alles gut mit, aber irgendwie tobt sich hier wohl jemand ganz gerne mit Schutzfolie aus. Das fühlt sich mehr schon an wie eine Art Klebeband, aber sieht doch schon viel besser aus. Und ihr seht schon, das Gehäuse steht jetzt eigentlich falsch herum. Hier vorne ist die Front, aber hier oben zieht man an einem Hebel. Dann öffnet sich hier diese Seitenklappe ein Stück und dann kann man diese ganz einfach abnehmen. Das finde ich bei Dell-PCs tatsächlich immer ganz schön, weil man so ganz einfach nach innen rankommt. Aber wenn man fast nichts verändern darf, ohne dass eine Fehlermeldung ausgegeben wird, dann verstehe ich es auch nicht. Ja, also ich habe dem Computer schon eine neue CMOS-Batterie verpasst, die alte war leer. Und ihr seht, das Ganze ist im BTX-Format. Ob das jetzt wirklich so schön ist, dieses BTX-Format, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich bin da nicht so ein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hatte auch vorher schon mal probiert, hier einen i5 750 oder einen Xeon X3430 drin zu betreiben und es hat nicht funktioniert. Was anderes außer ein i5 650 oder halt so ein erste Generation Dual Core i5 läuft hier einfach nicht. Es geht nicht. Habe ich probiert. Auch bei Grafikkarten laufen nur ältere Modelle. Das ist ja bei Dell so. Und man darf den Frontpanel-Stecker nicht abziehen, man darf den Einschalter nicht abziehen und dann kommt sofort irgendeine Fehlermeldung. Baut man das Ding in ein anderes Gehäuse, hat man sofort 5 Fehlermeldungen. Bei HP ist das sehr ähnlich, nur dass man dann eine Fehlermeldung bekommt, falls hinten der Lüfter fehlt. Und die HPs aus der zweiten Intel-Generation, also ich glaube 3400 Pro oder sowas heißen die, oder 3200 Pro, auf jeden Fall mit Sockel 1155, die unterstützen auch nur Grafikkarten bis zu der sechsten Generation. Das musste ich auf die harte Tour erfahren, als die GTX 750 Ti da drin nicht lief. Ja gut, was mache ich jetzt mit diesem Dell? Ich dachte, den kann man so als kleine Fortnite-Potato, um damit auf niedrigen Einstellungen zu spielen, mal nehmen. Da habe ich hier für 5 Euro diese Sapphire HD 5770 Grafikkarte gekauft. Und wie man schon sieht, da hat sich ordentlich jemand dran ausgetobt. Hier das IO-Schild hinten ist weiß. Hier fehlen so ein paar Schrauben, aber und hier fehlt noch so diese Plastikabdeckung. Aber das hindert die Grafikkarte ja nicht daran zu funktionieren. Ach ja, wir haben noch eine 160 GB Festplatte hier drin. Kann man natürlich so lassen, aber weil ich sie hier rumfliegen habe, kommt da noch eine 500er Seagate Barracuda rein, also mit 500 GB. Ja, hier vorne im Netzteil, die Anschlüsse sind auch OEM, Dell. Kann man kein anderes Netzteil einbauen. Ich meine, was will man hier auch für eine Grafikkarte mit betreiben, wenn das Mainboard nur i5 Dual Cores unterstützt? Kann man vielleicht noch für Office mit einer SSD oder für Light Gaming, Extrem Light Gaming, Minecraft, CSGO, Fortnite, Apex auf niedrigen Einstellungen oder sowas? Ja, ansonsten ist das Ding nicht mehr für viel zu gebrauchen. Aber jetzt gibt's eine kleine Timelapse. Mache ich das Ding sauber, bauen wir den ganzen Krempel da ein und dann schauen wir uns mal ein paar Benchmarks an.
Hier ist dann nun das fertige Ergebnis. Ich meine, was habt ihr erwartet? Schön ist es nicht, ne? Aber muss es ja auch nicht. Es muss nur funktionieren. Und das tut's auf jeden Fall. Es gibt mit den PCI-Slots ein paar Tücken. Das hier ist ein X4-Slot und das ist ein X16-Slot. Ich nehme nochmal als Vergleich für die Grafikkartenlänge das Referenzdesign von der AMD HD 6950. Das würde mit viel Glück vielleicht auch noch reinpassen. Warte, ich probier's mal gerade. Ich weiß es nicht. Dafür müsste man dann wahrscheinlich den CPU-Kühler abbauen. Die dann so hier reinmachen, dann so runter und dann rein. Das könnte vielleicht klappen, aber selbst eine HD 6950 ist für so einen PC ein bisschen zu overpowered. Also das muss nicht sein. Da können wir auch schön diese Grafikkarte behalten. Dann passt das auch. So, jetzt haben wir genug gelabert und gemacht. Jetzt kommen die Benchmarks. Bei Cinebench R15 erreichen wir ein Ergebnis von 245 Punkten. OpenGL liefert dann mit der HD 5770 44,1 FPS. Unity in Heaven hat dann ein Gesamtergebnis von 424 Punkten und 16,8 FPS. Bei 3D Mark Firestrike haben wir ein Gesamtergebnis von 1447 Punkten, wovon 1490 an die Grafikkarte gehen. Fortnite habe ich dann auf niedrigen Einstellungen getestet, auf dem niedrigsten was geht. Da haben wir 30 bis 70 FPS. Es fühlt sich flüssig an, es ist spielbar, aber alles was da drüber geht, wird dann unspielbar. Nicht die FPS-Zahlen, sondern einfach die Anzahl der Lags. Aber für Fortnite und wahrscheinlich auch für Minecraft und CSGO reicht's. Wie man sich denkt, es kommt nicht viel bei rum. Man kann auf niedrigen Einstellungen spielen. Ich persönlich hatte auch kein Problem mit den niedrigen Einstellungen. Ich meine, klar, sieht nicht so schön aus. Man sieht aber Gegner ziemlich gut. Und ansonsten passt das eigentlich auch, wenn man für den schmalen Euro was für E-Sport-Spiele sucht. Wenn ihr noch die Wahl zwischen einem anderen und diesem PC hättet, würde ich euch empfehlen, nicht diesen PC zu nehmen. Das Dell-Ding ist einfach nicht schön. Da könnt ihr lieber einen i5 Office-PC nehmen. Den bekommt ihr für roundabout 50, 60 Euro, vielleicht auch manchmal für 40. Da müsst ihr mal gucken, was die aktuellen Angebote hergeben. Es lohnt sich auf jeden Fall, so einen PC zu bauen. Und den wird man auch immer für 50 Euro oder mehr wieder verkaufen können. Also ihr braucht euch da nicht auf Wertverlust einstellen. Dann habe ich jetzt alles gesagt und getan, was ich in diesem Video erreichen wollte. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Liked das Video, folgt mir auf Instagram und auf TikTok, joint meinem Discord-Server. Links dafür befinden sich alle in der Kanalinfo. Nicht in der Kanalbeschreibung, sondern in der Kanalinfo. Bis zum nächsten Video. Ciao.